Zitrone. Da nehmen wir aber nur den Saft. Dann eine Sternfrucht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich den nehme. Kiwi und Erdbeeren. Und eigentlich wollten wir noch Banane. Aber die haben wir jetzt vergessen. Und zu Hause ist unsere Banane schon alle. Ja. Und jetzt haben wir alles schon gewaschen. Jetzt erstmal das Fleisch abschneiden. Und dann werden wir alles erstmal so schneiden. So, bei der Erdbeere haben wir einfach sie einmal längs durchgeschnitten und dann nochmal so in kleine Streifen. Man kann sie natürlich auch würfeln. Ich habe es jetzt so gemacht, das aber jedem selbst überlassen und dann nochmal einmal in der Mitte durch, so wie ihr das hier gerade seht. So, das sind jetzt unsere Früchte und meine Schwester hat da noch die Kiwi geschnitten, einfach auch in kleine Würfel. Da seht ihr es nochmal und das ergibt ein ganz schönes Muster, wenn man das dann an den Rand der Popsicles macht. Und man kann sie dann immer noch so ein bisschen platzieren, wie man möchte. Jetzt haben wir hier die Honigmelone und da wäre es natürlich vorteilhaft, wenn man die Kerne entfernt, da das nicht so gut schmeckt, wenn man die dann im Eis hat. Deswegen habe ich das einfach mit dem Messer so ein bisschen rausgekratzt, das ging ganz gut. Und ja, jetzt noch einmal im Schnelldurchlauf. So sieht das dann aus und dann könnt ihr das einfach mit dem Löffel aushöhlen, sodass ihr so kleine Stückchen kriegt. So, da seht ihr schon unsere fertigen Früchte, einmal Kiwi, Erdbeere, die haben jetzt leider noch nicht so gut geschmeckt. Deutsche Erdbeeren sind dann die besten, finde ich. Einmal Zitrone, die träufeln wir drüber, Honigmelone und kleingeschnittene Sternfrucht. Da seht ihr das dann nochmal, die hat eigentlich ganz gut geschmeckt. Und das füllen wir da jetzt einfach mal rein. Ihr könnt da eurer Kreativität freien Lauf lassen. Also es so reinpacken, wie ihr das gerne möchtet. Vielleicht auch nur zwei Sorten und in das nächste dann alle Sorten von Früchten. Da müsst ihr halt selber einfach mal schauen. Da seht ihr das nochmal. So, und jetzt ist die Zitrone dran, die habe ich einfach drüber geträufelt und nicht wundern, ich habe da mit einer anderen Kamera gefilmt und ja, Kerne am besten rausnehmen. Und als nächstes könnt ihr dann Saft nehmen, ich habe Naturtrüben genommen und ja, den könnt ihr einfach drüber gießen, so dass dann oben drüber wirklich so eine Schicht ist, damit das wirklich schön gefrieren kann. So müsste das dann aussehen und ja, manchmal sickert das Wasser, die Flüssigkeit dann nochmal so ein, also immer ein bisschen nachgießen, müsst ihr dann gucken, wie das bei euch ist. Bei mir war das auf jeden Fall so und ja, als nächstes kommt dann auch schon der, wie nennt man das, dieser Stab, den man dann reinmacht, der Stiel, oh Gott, ja der Stiel, der Stab, haha. Ja, der Stiel, den müsst ihr dann irgendwie so versuchen da zu platzieren. Ist ein bisschen umständlich mit den Früchten, aber so sollte das dann aussehen. Und das Ganze kann dann ins Gefrierfach. Am besten einen Tag warten, aber ich denke, ja, am besten, ich habe einen Tag gewartet. So, mit den übrigen Früchten habe ich mir so ein leckeres Müsli gemacht. Und zwar sieht das von der Seite auch ganz schick aus. Und zwar, ich zeige euch das mal am Licht. So. Also ich habe einmal, ich erkläre euch das mal kurz. Ganz unten haben wir Naturjoghurt. Dann haben wir eine Schicht Haferflocken. Dann haben wir eigentlich eine Schicht Früchte da. Dann eine Schicht rote Grützejoghurt. Eine Schicht Haferflocken. Und oben habe ich dann einfach beide Joghurtsorten gemischt. Und Früchte drauf getan und Honig. Und dann hier noch so einen leckeren Erdnusskeks. Die sind echt, echt, oh, ich liebe die so. Und das esse ich jetzt gleich. Yum, 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 yum. Ja, ich wollte sagen, dass das Eis auf jeden Fall sowas für die Frucht vielleicht mögen, weil da hat man halt schon dieses Stückchen, ne? Und wer das halt nicht so mag, der ist vielleicht nicht so gut damit bedient, aber ich liebe das. Und das ist, ich finde, das ist perfekt für den Sommer. Und ja, ich würde mich freuen, wenn das irgendjemand nachmacht. Und ja.
das Video war inspiriert von MacBarbie 07 und ihr Video ist auch richtig gut, also ich verlinke euch das mal. Und ja, ich esse jetzt ein bisschen Wein.